Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Do Not Feed the Monkeys mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir das mit... Das hier, das ist neu. So unter Wasser hier. Kann man das machen? Warpost. Okay, zurück. Aber noch. Das neue Ding. Hier haben wir das mit dem Buch hier, was wir beim letzten Mal noch gehabt haben. Im letzten Durchgang. Über diese Ecke hier. Okay. 10 Horror. Angst. Angst, Horror. Mir selber sein. Begriff, der sich sowohl auf intensive Gefühle vor Abscheu und Angst als auch auf das Genre beziehen kann, das versucht, diese Gefühle beim Publikum durch natürliche Elemente. Ja. Durch übernatürliche Elemente oder durch das Aufzeigen von Problemen in der Gesellschaft oder in der menschlichen Natur hervorruft. Du solltest diese, unsere Chefin als Beispiel anführen. Hier ist der Horrorjunge, löscht das lieber, bevor sie es liest. Shit, hat sie dich in ihrem Büro gerufen? Hey Mann, bist du da? Hey, hat die lieber geprüft. Gut, wir haben 6 Dollar da. Wir müssen noch bis... Wir müssen bis 16 Uhr müssen wir hier sein. 8 Stunden ist zu lang. Dann geht der Job. 24 Stunden. Ah, okay, wir können jederzeit rangehen. Der Job geht... okay. Wir können den hier machen für 2 Stunden. So, haben wir wieder ein bisschen Geld auf der Kante. Ah, okay, wird wieder rumgeschrieben. Entwurf. Klacker, 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 kurz beobachten. Hier ist nichts mehr los. Kommt der nächste. Wurf, hier kommt jetzt das Geheimprojekt. Guck mal, alles so selbst. Was genau ist, will das Geheimprojekt? Anonyme Leaks deuten auf eine Verbindung zwischen Warfleece und dem geheimnisvollen Projekt hin. Viele zur Organisation äußern sich besorgt über die Nachricht und behaupten, dass das Lebensmittelunternehmen mit der Verwendung von Warfleece einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen könnte. Der Recht der Tiere sind nach wie vor... Die Rechte der Tiere sind nach wie vor umstritten, da sie aufgrund ihrer geringen kognitiven Fähigkeiten bisher nicht als intelligente Spezies eingestuft wurden. Hm. Das hat man ja schon. Wurf? Ein Projekt hat man schon. Horror hat man auch schon. Na? Mal schon. Da steht nichts drauf. Angst. Selber hat nichts. Teuflische Puppe hat man auch schon. Hörische Puppe, die eigentlich in... Teuflische Puppe. Achso, die Puppe ist so. Heiße Schnitte vor allem. Gebt mir was Neues. Horror hat man schon. Ich muss auch ein bisschen mehr auf die Zeiten hier achten, die da unten geschehen. Dass ich vielleicht besser organisieren kann, wo ich wann zugucken muss. Oh no, ja, okay, es sind aber die hier, da passiert nichts. Hier brauche ich im Grunde um die Nacht. Night Vision habe ich aber aktuell. Night Vision habe ich gerade nicht, dafür muss ich noch ein bisschen Geld verdienen. Wann kommen diese Reptilien nochmal? Morgen. Okay, jetzt hat 45. Ich glaube, hier mit dem Bild sind wir eigentlich soweit durch. Ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie was Großartiges erwähnt. Hier sind noch jede Menge andere Bücher, ein Laptop. Ding an der. An der Hand ist auch nichts irgendwie dran. Verdächtiges. Tapete ist auch nicht verdächtig. Na gut. 17, 15 oder wieder wechseln.
Die Wallens. Wallens Entwurf. Entwurf Horror. Entwurf Geheimprojekt. Entwurf Angst. Entwurf Teufel. Wechsel wieder das Buch. Mythos oder Realität? Ich glaube, wir müssen auf das Buch warten, wo da nichts mehr draufsteht. Teuflische Puppen, Mythos oder Realität? Kann halt ein bisschen dauern. Ja, wenn man die ganzen Käfige hier fertig hat, dann gibt es halt nicht viel zu tun. Weil die alle kennt. Das ist ja im Grunde genommen das große Ding ja in dem Spiel. Immer diese Rätsel. Wie kann man die einzelnen Käfige halt eben lösen? Das machen wir ja hier im Grunde genommen. So, lass ihn mal ein bisschen klickern noch. Klickern, tippen. Tippeln. So, jetzt komm schon, 19 Uhr, mach Pause und geh raus, rauch und da trifft dich mit der vom letzten Mal. Das stimmt, jetzt kommt sie schon. Klopf, klopf, klopf. Mit Hebel irgendwo. Soft. Ah, du bist es. Was hast du mir für einen Schrecken gejagt? Kannst du nicht ganz normal an der Tür klopfen? Tür klingeln, Entschuldigung. Wow, du bist aber angespannt. Natürlich hat es nichts damit zu tun, dass du jeden Tag uneingeladen hier auftauchst. 19 Uhr. Hey, komm schon, das mache ich schon immer. Du bist noch nie so ausgeflippt. Die Tatsache, dass ich so einen Aufhebens um dich mache, zeigt doch nur, dass ich eine gute Produzentin bin. Wenn du die Schuld jemandem zuschieben willst, dann schau lieber in Richtung deines neuen Projektes. Er ist kein Projekt, Entwurf. Du hast mir noch nicht einmal gesagt, worum es geht, und ich bin trotzdem schon jetzt der Meinung, dass du es sein lassen solltest. Es tut mir ganz und gar nicht gut. Es tut dir ganz und gar nicht gut. Ich nehme es dir beinahe wirklich ab, dass du das sagst, weil du dich um mich sorgst. Und nicht, weil du willst, dass ich zu Netz der Wirrung zurückkehre. Diese beiden Dinge sind nicht unvereinbar. Ich möchte, dass du zurückkommst, weil du mir am Herzen liegst. Wenn dir etwas an mir läge, würdest du mich Filme machen lassen, aber meine Träume sind dir egal. Du hörst mir nie zu. Ich höre dir ja zu, aber in letzter Zeit redest du nur Blödsinn. Nach all unseren gemeinsamen Jahren kannst du dir es nicht akzeptieren und dich für mich freuen? Warum sollte ich mich freuen, wenn du deine Karriere die Toilette runterspielst? Hör zu, ich verstehe dich. Der Druck ist zu groß und du hast Angst zu versagen. Es ist okay, das zuzugeben. Aber bitte, das ist doch nur ein dummes Teenie-Drama. Ganz genau, niemand würde dich verurteilen, wenn dein erster Film ein Flop wäre. Aber du hättest keine Entschuldigung, wenn das mit der Serie passieren würde. Ich denke, du sollst jetzt gehen. Okay. Ja. Wir reden ein andermal. Geh wieder zurück. Hab ich nicht. Okay, wo ist das Paket jetzt eigentlich? Ich war jetzt die ganze Zeit hier. Sollte nicht ein Paket kommen, eigentlich? Oder wurde es schon zurückgeschickt? Natürlich blöd. Ich glaube, das wäre gestern schon gekommen und ich habe es verpasst und deswegen wurde es zurückgeschickt. Okay, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ja, okay, das ist jetzt vergangen. Wir machen. Machen jetzt hier noch ein bisschen Geld. Der 57.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, da können wir hier erstmal Graffiti machen. Spraydosen. Für die Sprayfarbe. Ja, okay, da wird es selber rauskommen. Aber ich wollte hier noch ein bisschen nachgucken. Teenie-Drama. Letzte Verwirrung. Letzte Verwirrung. Die ganze Serie, die in die Verwicklung und romantischen Verstrickungen einer Gruppe von jungen Schülern an der Aliosphäre, einer externen, elitären Privatschule für sehr reiche Schüler. Der unerwartete Tiefgang der Themen und das Charisma der unvergesslichen Charaktere macht die Serie vergleichbar mit Serien für Erwachsene. Die Serie wurde von der Akademie und vom Publikum gleichermaßen gefeiert und war die erste jugendorientierte audiovisuelle Produktion, die nach Ansicht von Experten einen Kultstatus erlangt. Oh. Wir haben 2 Tage noch bis zur Bewertung. Okay. Produzent Netzwerk der Verwirrung. Willst du so sein wie die Person auf dem Foto? Hast du Ideen für eine TV-Serie? Wende dich an die brillante Produzentin und beliebten Serie wie Königin der Herzen und Netz der Verwirrung und sieh zu, wie deine Taschen mit Geld füllen. Was zumindest sie. Sag mal. Gut, wir brauchen noch 2 Kameras. Die kann ich mir theoretisch leisten. Muss mir allerdings auch die Miete leisten können. Ist aktuell nicht möglich. Jetzt zahle ich erst die Miete oder lasse ich mir einen Bäcker geben? In Zweifel kann ich auch hier die Karte verscherbeln. Will ich aber eigentlich nicht. Ich möchte mal hier ein bisschen eine Sammlung anfangen. Ich glaube, aus dem Bild kriegen wir nicht mehr raus. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wann kann ich denn frühestens einen Job anfangen? 14 Uhr. Geht nicht. Voraussetzung. 16 Uhr geht. 20 Uhr. Okay, dann tun wir bis 16 Uhr, warten wir jetzt hier. Und tun wir hier ein bisschen kombinieren, was wir hier rauskriegen. Produzentin, die Wallens. Teuflische Puppe, Produzentin. Film, Teuflische Puppe. Film, Wallens. Letzte Verwirrung, Entwurf. Mini-Drama. Mini-Drama an der Schule, die befragten Lehrer halten die Situation für unhaltbar. Lehrer, die behaupten, dass ihre psychische Gesundheit leidet, fordern, dass das Datenbewahrungsinstitut eine Studie durchführt, der Zusammenhang zwischen der Zusammennahme von Teenie-Dramen und ihrer zunehmenden gewohnheitsmäßigen Darstellung in den Medien untersucht wird. Die Sprecherin des Instituts antwortet mit einem entschlossenen: Wir wollen unsere Zeit nicht mit Unsinn verschwenden. Dann sind wahrscheinlich alle die Videospiele schuld. Ich habe mir gerade so gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn man hier einen zweiten Monitor hätte. Das ist der Name des Primaten auf den 10. Das ist so mal gerade herauszufinden. Jetzt sind wir auch dabei. Ja, ein Sandwich geklont. Dass man hier einfach so hier die Bilder beobachten kann und dann switcht man rüber und kann hier suchen. Bilder suchen und was weiß ich hier halt. Da hat halt hier so den Monitor halt nebenbei so im Blick. Oder wenigstens eine Miniaturansicht. Aika Neko. Also wieder am Schreiben. Horror, Geheimprojekt, teuflische Puppe. Er arbeitet an den Filmen. Horrorfilme. Angstfilm. Wallensfilm. Geheimprojektfilm. Teuflische Puppefilm. Entwurffilm. Skript. Dokument, in dem alles festgehalten ist, was in einem Filmwerk geschieht. Es umfasst nicht nur die Erzählung, sondern auch die technischen Anweisungen, die für die Herstellung des Films erforderlich sind. Und daher erfordert das Schreiben eines solchen Dokuments vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Fassung umfassende Kenntnisse über Filme. Skript. Wallens.
Skript, Horror. Skript, Geheimprojekt. Skript, Entwurf. War schon. Angst, Skript. Skript, teuflische Puppe. Teuflische Puppe, Angst. Puppe, Entwurf. Rollens. Jimmy Tender Hugs. Diese sogenannte teuflische Puppe war in der Reihe von Verbrechen verwickelt, die sich nach Recherchen des berühmten Ehepaars Wallens gegen Leute richteten, die versuchten, aus dem Spielzeug finanziellen Nutzen zu ziehen. Diese Zeugenaussagen sowie die Verwendung des weiblichen Modells Ann Tender Hugs als Anti-Vax-Symbol haben den Hersteller in den Ruin getrieben. Obwohl es aufgrund der geringen Nachfrage immer noch möglich ist, unverkaufte Puppen zu einem günstigen Preis zu erwerben. Ich habe schon mal gesagt, es gab im ersten Teil so eine Kamera, wo diese Puppe halt ihm vorkommt. Wie sie immer näher zur Kamera hinkam und dann plötzlich wurde sie nach Hause geliefert. Konnte man verkaufen oder behalten. Machte keinen Unterschied. Das war jetzt teuflische Puppe Wallens. Teuflische Puppe Horror, Teuflische Puppe. Ein Projekt, Skript, Teuflische Puppe hatten wir schon. Bei den letzten Wirrung wird alles noch verworrener. Die Sehnsucht erwartete finale Staffel der Serie wird vielleicht nie kommen. Angesichts der Gerüchte. Hey, bitteschön. Ja, wir gehen gleich wieder. Angesichts der Gerüchte. Aufgrund des Ausstiegs von Vince Terrell, dem Skriptautor aller Episoden der gefeierten Geschichte seit dem Pilotfilm, sind tausende von Fans in Aufruhr. Terrell hat sich geweigert, die Gerüchte zu bestätigen oder zu dementieren. Vince Terrell. Kriegt nur seinen Namen raus? Irgendwas rausfinden? Okay, angenommen, ich würde das jetzt hier versenden ins Terrell. Der Käfig ist noch nicht geschlossen. Da muss noch was gemacht werden. Die Frage ist, was ins Terrell filmen? Ja, das wollte ich nicht. Produzentin Vince Terrell. Terrell, letzte Wirrung. Vince Terrell, Teenie-Drama. Finale Staffel. War auch schon. Uhrzeit 18 noch was. Ich wollte eigentlich arbeiten gehen, aber ich wollte hier 4 Stunden. Leider geht er um 19 Uhr raus. Und da würde ich gern zuhören. Wir können auf jeden Fall in eine weitere Kamera noch rein investieren. Und haben noch genug für die Nachtsicht. Gut, jetzt müssen wir nur warten, bis er rausgeht. Das sollte eigentlich in 5 Minuten soweit sein. Also jetzt. Da kommt sie ja schon. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr rauskriegen. Du schon wieder. Wenn du mich vermisst, können wir zusammen essen gehen, weißt du? Du musst nicht jeden Tag hier sein. Ja, ich weiß. Stimmt, ich habe gar nicht arbeiten müssen. Ich kann ja hier Dinge machen. Wollen wir nicht darin investieren weiterhin? Jetzt fängst du wieder damit an. Warum habe ich überhaupt zugestimmt, diese verdammte Serie zu machen? Gib nicht der Serie die Schuld. Das einzige Problem hier ist deine lange Liste persönlicher Fehler. Der muss sie ja persönlich anschreiben, zu denen auch du gehörst, dass du ein Feigling bist. Autsch. Du glaubst, du kannst mich mit Beleidigung überzeugen? Und dass du als Produzentin besser bist, als darin Leute zu überzeugen. Oh, entschuldige bitte, wäre es dir lieber, wenn ich mich bei dir einschleimen würde? Okay. Oh, bitte komm zurück. Es gibt niemanden, der deiner Serie das Ende geben kann, das es verdient.
dann stell jemanden ein, der es so gut wie ich zu Ende bringt. Und jetzt, und dann ist Schluss. Was für einen Unterschied wird es schon machen? Das Publikum wird sich so oder so beschweren. Hast du die Kommentare gesehen, die Leute in den Foren hinterlassen? Und das sind angeblich unsere Fans. Das ist es also. Du hast Angst davor, dass die Leute denken können. Das ist mir egal, was sie denken. Ich will nur nicht, dass mein Lebenswerk ein verdammtes Teenie-Drama ist. Ich habe wichtigere Schlachten zu schlagen. Wie etwa den Sprung zum Film zu schaffen mit meinem aktuellen Projekt. Was mich daran erinnert, dass ich genau daran arbeiten sollte. Also auf Wiedersehen. Okay, ich gehe. Aber glaub nicht eine Sekunde lang, dass du den Krieg gewonnen hast. Kann ich sie jetzt anschreiben? Also ich spreche mit Kai, der Visionärin, die all ihre Lieblingssendungen finanziert hat. Womit kann ich ihnen helfen? Wenn sie nur das Geld beschaffen, wie können sie dann als Visionärin bezeichnen? Nur das Geld? Verzeihen Sie, aber ich habe diese drei Wörter noch nie zusammengehört. Daher kann ich Ihre Frage nicht verstehen. Erkennen Sie nicht, dass Geld das wichtigste Zutat für jedes Projekt ist? Heutzutage gibt es Unmengen an Kreativen. Jede Woche stehen die Leute vor meiner Tür und bitten mich, ihre Ideen zu finanzieren. Das ist der schwierigste Teil. Zwischen den Lohnenden und den meisten Ideen zu unterscheiden. Das erfordert eine echte Vision. Was für eine seltsame Betrachtungsweise. Seltsam? Es gibt nur zwei Betrachtweisen. Meine oder die falsche. Entscheiden Sie sich. Okay, okay. Kommen Sie noch irgendwas anderem an? Glauben Sie, dass Vince Terrell bei der Serie bleiben wird? Vince? Ah, deswegen rufen Sie also an. Sind also auch ein Fan von Netz der Verwirrung, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum ich das nicht bemerkt habe. Ich habe angefangen, solche Anrufe zu erhalten, als diese schrecklichen Gerüchte über die Absetzung der Serie in der Presse auftauchten. Ach je, das alles wurde so übertrieben. Das alles wurde so übertrieben. Ja, ja, es stimmt, dass Vince sich mit dieser Staffel länger Zeit lässt als sonst, aber das liegt nur daran, dass er möchte, dass das Ende perfekt ist. Sein geliebtes Publikum zu enttäuschen, würde ihn umbringen. So, sehen Sie also, es gibt keinen Grund zur Sorge. Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Künstler und alle Arten von Kreativen gesehen, die sich genau so verhalten haben. Und früher oder später kommen sie alle wieder. Manche brauchen natürlich einen kleinen Schubs, wovon reden Sie da? Ja, alle Künstler machen schwere Zeiten durch, in denen eine helfende Hand den Unterschied ausmachen kann. Manchmal brauchen sie nur wenig zusätzliche Inspiration, um einen Tapetenwechsel. Und ein Tapetenwechsel reicht aus, aber andere sagen wie einfach, dass jede Situation einzigartig ist. Ob sie es glauben oder nicht, aber ich kenne sogar jemanden, der nur ein paar tausend Fanbriefe brauchte. Als er all diese Unterstützung sah, war er so motiviert wie noch nie zuvor und er hat sie nicht einmal gelesen. Das ist etwas, das mich heute überrascht, aber ich nehme an, Liebe ist eine mächtige Kraft, eine schöne Rede. Was? Das ist aus König der Herzen. Nee. Was für eine tolle Serie das war. Eine Schande, dass sie zu Ende ging. Hatten Sie noch eine andere Frage? Nein. Auf Wiedersehen. Vergessen Sie nicht, mich anzurufen, wenn Sie eine Idee haben, die meine Zeit wert ist. Okay, das brachte unterm Strich... Naja, über den Strich brachte es auch nichts. Na, schlecht. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten gehen. Vince Terrell. Wie wird man mit dem fertig? Kriegt noch Lebensenergie. Wann kommen die wieder? Jetzt halt nicht mehr. Ich mache mal ein bisschen Geld aus für Fruchtjoghurt. Und das Leben schon nurt. Aber
gerade so viel Leben aufgenommen haben, ziehen wir gleich wieder ein bisschen Leben ab. So, 4 Stunden, wir haben keine Arbeit mehr. Nein, zu spät. Kacke. Ich habe mir gerade überlegt, so, den Namen kann ich herausfinden von ihr. Wenn ich den allerdings jetzt nicht weiterschicke und weiter beobachte, wie sich hier das Graffiti ändert, dann kann ich dann noch so ein bisschen mehr herausfinden. Weil sobald ich den Namen melde, ist die ja verschwunden. Sagen wir mal im bösen Sinne verschwunden. Weil es ist eigentlich nie gut, wenn der die Primaten hier die Antworten bekommen. Besonders gut eigentlich. Ich glaube, hier fehlt noch irgendwas. Irgendwas braucht es noch. Könnte man miteinander kombinieren. Letzte Wirrung. Dimitram. Letzte Wirrung. Dimitram. Finale Staffel. Was sind denn? Horror. Wallens. Geheimprojekt. Zygni-Drama. Magische Gruppe. Wurf. Jetzt sind dann die Rollins. Jetzt sind die Horror. Tritt. Jetzt sind die türkische Gruppe. Wir haben ja ein bisschen Zeit hier. Ich kann hier noch ein bisschen rumprobieren, ob ich irgendwas finde. Staffelentwurf. Letzte Wirrungentwurf. Wallens Entwurf habe ich schon. Wallens finale Staffel. Jetzt dachte ich schon, ich habe was Richtiges gefunden. Na, schade. Nur noch ein bisschen suchen. Auf jeden Fall werde ich die Folge jetzt hier wieder beenden. Danke fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten. Also bis dann. Tschüss.